Dank für Ihr Interesse. Das Thema von heute Abend hat mir die Marlies Bach gesagt. Sie hat meine Internetseite, sie hat das Thema gefunden und sie hat gesagt, wow, ein schönes Thema, hätte ich gerne. Ne? Und im Moment mache ich einfach TV. Wir haben 25 Kanäle und meine Arbeit ist nur, die Menschen vorzustellen, die etwas entwickelt haben. So, ich bin ein bisschen ein bisschen faul geworden. Jetzt stelle ich nur die Menschen vor, die schon gearbeitet haben und wertschätze sie. Ne? Und das ist jetzt meine Arbeit. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich im Bereich intuitive Intelligenz, mein Ansatz, mein wissenschaftlicher Ansatz war immer so, ich habe ein Hauptthema gehabt und dieses Thema habe ich nie unterrichtet, sondern habe ich immer jeder Mensch geschaut, was in seinem Körper, in seinem Wesen geschrieben steht, das er rausgeholt und den anderen unterrichten lassen. So in kurzer Zeit, nach 2 Tagen, 1 Woche, ist immer eine kleine Universität entstanden, weil jeder war Dozent und Student gleichzeitig. So, das war im Bereich, weil ich habe einfach, im Bereich intuitive Intelligenz gibt es nichts zu unterrichten, sondern jeder hat ein eigenes Wissen, was jetzt sowieso alle sagen. Und man kann höchstens wie in einem Organismus zusammenwirken. Das heißt, je mehr die Leber oder die Niere die eigene Funktion erfüllt, je mehr jeder an eigenem Platz ist, desto mehr funktioniert das Ganze. Deswegen, die Leber kann nicht dem Herz unterrichten, wie die Leber zu funktionieren hat, weil es einfach, es würde einfach eine Funktionsstörung geben. Deswegen in alle für mich Lehr- und Lernsysteme, es ist wichtig, neue Wege zu gehen. Denn was ich geforscht habe, kann ich davon erzählen, kann ich davon ermutigen. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann ich werde einen Teil weiterentwickeln und Sie werden einen anderen Teil weiterentwickeln. Das ist in den letzten Jahrzehnten, wie ich gearbeitet habe, so nach in 2 Tage oder 1 Woche, egal wo ich war, sind eigene Institute entstanden. Ob es Afrika oder Amerika oder Spanien oder Frankreich. Und eine dieser Themen, das war einfach mit dieser Geburtsgenetik, war für mich sehr spannend. Ich bin selber nicht darauf gekommen, sondern in dem Moment, wo ich auf einen Mensch spüre, kriege ich einfach ganz genau mit, weil ich geübt bin, was eigentlich seine individuelle Kompetenz ist, wo du Meister bist, was du dein Lebensauftrag ist und wie dein System aussieht. Und das war meine Arbeit. Und deswegen habe ich immer nie etwas gelehrt, sondern immer gelernt. Und dadurch habe ich einfach immens viel Erfahrung gesammelt. Und das war eine wunderschöne Erfahrung, in alle Seminaren der größte, der beste Schüler zu sein und mich voll mit Können und authentisches Wissen voll zu saugen. Und da ich einfach im Bereich intuitive Intelligenz trainiert bin, habe ich dieses ganze Wissen immer auf Abruf bereit. Alles, was meine Freunde in der Welt entwickelt haben. Ich betreue niemand. Wenn ich meine Arbeit, jeder soll selbst entwickeln. Deswegen konnte ich einfach vieles entwickeln und alles stehen lassen, wie es ist. Ob es weitergeht oder nicht, habe ich es nie in der Hand gehabt. Okay, eine dieser spannenden Themen ist eben das Thema von heute. Und für mich ist einfach spannend, weil es ist gerade die Zeit, um das einfach auch zu forschen, die Geburtsgenetik. Und ich gehe jetzt in dieses Thema rein, ohne mich vorbereitet zu haben. Das tue ich sowieso nie.
sondern versuche ich das Beste jetzt, was ich sammeln kann, auf uns hier zu wiedergeben. Ja? Also ich spüre die Seelen, die hier sind, und ich gebe jetzt das Wissen, was jetzt hier erlaubt ist und wo jetzt hier einfach in das Resonanzfeld sich etwas einfach auch aufbauen kann. Okay. So, in den letzten Tagen habe ich einfach in unserer Fernsehsender habe ich einfach einen Vortrag gegeben, und es ging darum, Körper, Seele und Geist, und mir ist einfach so rausgerutscht, dass der Beweis der Seele ist unser Körper und unsere Genetik. Ne? Das heißt, wenn ich geboren werde, trifft meine Seele mit meinem Seelenverband die Entscheidungen, welche Erbinformationen möchte ich mitnehmen, welche Erbkrankheiten oder Einstellungen, welche Kompetenzen, welche Verhaltensweise, welche Aussehen. So, in dem Moment, wo meine Seele entscheidet, wieder zu inkarnieren, gibt einfach die Information von all diesen Entscheidungen an meine Genen, an meine DNA. Um die DNA-Stränge schreiben sich all diese Informationen, und die sind sehr genau geschrieben und sehr genau kodiert. Der Beweis ist, dass ich dann einfach entweder gelb bin oder schwarz, meine Haut ist so, wie ich einfach auch entschieden habe. Ich sehe so aus wie mein Opa und nicht wie mein Großonkel. Ne? Ich verhalte mich wie die Großtante, die nie den Mut gehabt hat, etwas zu sagen. Das heißt, ich nehme einfach irgendein Problem mit, weil ich es entschieden habe, aus Mitgefühl. Und ich werde für meine Großtante oder für meine Tante das, was sie nicht ausgedrückt hat, jetzt erlösen. Und die Kehrseite leben. Das heißt, ich werde für sie das, was sie, die Erbschaft, die sie nicht gelebt hat, werde ich mich quälen erstmal mit dem Problem, und dann werde ich das nicht nur für ihre Seele, damit sie Ruhe hat und aufgelöst werden kann. Deswegen haben wir immer diese viele Geistwesen mit uns und besetzende Energien. Und ich nehme diesen Auftrag und lebe die Erbschaft und nicht nehme die negative Erbschaft an Informationen und lebe die positive des Ausdrucks, was meine Tante nicht gelebt hat. Und somit verändere ich die Vergangenheit in der Seele meiner Tante, verändere ich den Moment der Geburt, weil ich die Entscheidung annehme, verändere ich mein Leben, mein Aussehen. Wenn ich neue Entscheidungen treffe, gebe ich meinen Genen den Befehl, sich anders zu verhalten, mein ganzes System, ich und sonst niemand. Und natürlich meine Kinder und Kindeskinder. Das heißt, in all meine, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ich bin der Schöpfer und ich entscheide, was geschieht, auch in der Vergangenheit. Das bedeutet für mich, dass das, was meine Seele entscheidet, steht in meinem Körper geschrieben. Viele Wissenschaftler, man hat zu wenig darüber geschrieben, deswegen mache ich TV-Sender, damit all diese Themen bekannt werden. Der Markt wird überflutet. Wir haben hunderte von tolle Wissenschaftler, die all diese Themen natürlich im Einzelnen einfach auch erzählen können. Ne? Aber es hatte mich beeindruckt, wo der Piotr, ein russischer Wissenschaftler, sagt, alles was geschieht, man kann das, was um diese DNA-Stränge geschrieben steht, was Nebel genannt wird, ist ganz genaue Kodierung von Informationen. Und wer entscheidet, welche Informationen du nimmst? Deine Seele. Das heißt, der Beweis der Seele, mich interessieren Beweise nicht, aber so als Spiel,
ist, so wie du aussiehst, so wie du sprichst, so wie du handelst, so wie du dich verhältst, die Probleme, die du hast und die versteckten Talente, die du hast oder die du leben könntest. Dein innerer Meister, ne? Denn du bist, ob du willst oder nicht, steht alles geschrieben. Ne? Und deswegen lade ich einfach jetzt einfach auch ein, auf alle Ebenen, das einfach auch hier und da zu forschen. Ich liebe es, intim zu forschen. Das war immer meine Arbeit. Ich fange an, ich gebe einen Anstoß. Und dann natürlich, was meine Kompetenz ist, einfach zu schauen, wie könntest du zum Beispiel, darf ich, so in diesem Bereich forschen, so für dich vielleicht, würde ich einfach in dem Bereich nicht geometrisch, sondern Linien. So in diesem Bereich, so welche Linien, ich bekomme erstmal nur ein Bild, so welche Linien sind zum Beispiel für Sie in dieser Genetik einfach sich zeigen, horizontale, vertikale. Ich denke, die Seele versteht man immer. Wenn wir eine Stunde jetzt darüber schauen würden, würde man sehen, wo du einfach total klar bist und was für Wissenschaft in dir steckt, denn nicht draußen ist, sondern aus dir total klar und methodisch und systemisch, wenn du es erlaubst, einfach herausgeholt werden kann. Ne? So, wenn ich darf, ja, eben, zum Beispiel, wenn ich mit dir, wenn wir jetzt ein Team gründen würden, du könntest, einer kann es mit Stöcke, der andere kann es mit Vision, mit Bilder. Dann würde ich dich fragen, in ihr System, zum Beispiel darf ich schauen? Okay. Diese zwei Männer in ihrer Geschichte, in dieser Linie, wo einfach noch eine große Spannung ist und das noch in ihr Körper geschrieben steht, was ist passiert? Ne? Und du hast Zugang zu dieser Geschichte und die erzählst du, das ist das und das, so völlig frei, weil du natürlich aufgrund deiner individuellen Kompetenz diese Autorität hast und das willst. Ne? Du liebst es. Und in dem Moment, wo das Kraftfeld da ist und du hast die Autorität und du hast die Möglichkeit, deine Weisheit uns zu schenken, das machst du gut, perfekt, schön und bedingungslos. Ne? Und dann bekommt sie einfach in die Art, wie du das erzählst, die Bilder, die sie bekommt und warum diese zwei Männer in ihr System einfach diese Spannung gezeugt haben und welche Erbschaft ist dahinter. So, was für eine Kraft sie jetzt aus dieses Minus eigentlich, welches Plus sie leben kann, um das einfach aufzulösen. Ne? Und das ist ein bisschen einfach so meine Art, einfach auch zu forschen. Deswegen in den Vorträgen bin ich einfach, mache ich es gerne, um Themen vorzustellen, ein paar Beispiele, aber grundsätzlich bin ich ein Mensch des Organismen, wo ich weiß, wenn es um Visionen geht, da bist du der Meister, ne? Wenn es um Linien, bist du der Meister und ich tue meine Arbeit der Koordination und jeder tut seine Arbeit und alle sind glücklich, dass jeder das Beste von sich geben kann. Ne? Das ist einfach meine Art, in diesem Bereich zu wirken. Und aber noch in diese Geburtsgenetik, was für mich ganz wichtig ist, noch ein Thema und dann gerne einfach auch fragen, dass wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, meine Seele trifft, ich werde diesen Schmerz jetzt mitnehmen, um meinen Großvater zu ehren, zu lieben. Wenn ich das, ich kann natürlich die versteckte Erbschaft annehmen, und zwar, was weiß ich, jeder Schmerz, jedes Minus ist ein versteckter Schatz. Punkt. Sonst gäbe es kein Minus und kein Schmerz und kein Problem. Ne? Jeder Krebs ist ein nicht gelebter Talent. Punkt. Ich habe nur das erfahren mit Zehntausenden von Menschen. Wir haben Protokolle in alle Sprachen geschrieben, Tausende von Seiten, richtig Punkt für Punkt.
das entwickelt. Was für mich einfach wichtig ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, ich kann meine Seele, du, wenn du den Schmerz nicht willst, dann quäle dich nicht. Du kannst jederzeit dein Minus, sagst dein Hypothalamus, stopp, ich will das nicht mehr. Ich will diese Erbschaft nicht mehr. Weder das Minus noch das Plus. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auf die Ebene einfach, die möglich sind, die wir einfach auch erlauben, die die Mechanik oder die Chemie oder die Biologie auch erlaubt, du kannst jederzeit diese Verträge auch kündigen. Und das ist zu wenig geforscht worden. Das heißt, wenn du sagst, oh, diese Schmerzen will ich nicht mehr, ich will nicht lernen, Schule scheiße, ich will das nicht. Nächstes Leben oder soll jemand anderen übernehmen? Das kann gerne eine andere Seele übernehmen. Das heißt, alles, was du, entweder triffst du die Entscheidung, ich gehe zur Schule, ich nehme den Schmerz, das Problem, und sind genügend hier Menschen, die uns helfen können, oder lass es. Aber quäle dich nicht Jahren oder Jahrzehnte mit einem Problem. Denn das Schleppen dieses Problems schleppst du auch diese Seele mit dir, die nicht aufgelöst wird. Schleppst du die Seelen der Seelen, schleppst du deine Kinder auch mit oder deine potenziellen Seelen, die auch warten mit dieses Problem. Das heißt, bleibe nicht lang einfach in Spannungsfelder. Es sei denn, du brauchst sie. So, wir können jederzeit alles, was unsere Erbinformationen betrifft, wir können das einfach auch verändern, weil unsere Seele hat das entschieden. Und in dem Moment, wo du Seele nicht meint, Entscheidungen veränderst, sobald es möglich ist in deinem Körper, werden einfach auch entsprechend die Informationen auch verändert. Und du sagst, diese Schule, dieses Problem, kann sich mein Bruder nehmen oder jemand anderen. So. Okay, das ist jetzt ein kleines Bild der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Natürlich haben wir dann viele Profi, die manchmal mit singen, manche finden die richtigen Worte, manche verbinden, meine Nichte verbindet mit dem Ursprungsplanet und löscht alle Informationen, die dazwischen sind, damit wir wieder Stamminformationen bekommen. So habe ich viele Leute einfach mit dieser Umfeldgenetik einfach kennengelernt oder mich unterrichten lassen, nachdem ich das einfach auch das rausgeholt hatte, über all diese Themen, Anfang und jetzt, und wie kann ich einfach so wie der Kind sein und doch mächtig, aber anders. Ne? Wie kann ich Ursprungsmatrix sein, Ursprungsplanet sein, aber mit den Reichtümern, die ich alle gesammelt habe, einfach auch in diesem Leben. Ne? Es gibt einfach vieles, was ich noch erzählen könnte von den Erfahrungen, die ich mit diesem Thema gemacht habe. Aber grundsätzlich, wir wissen das oft theoretisch, wir sind von unserem Computer die Programmierer und sonst niemand. Deswegen, alles kommt von innen und nichts kommt von außen. Wir hatten heute einen schönen Satz, einfach, ja, bist du mit oben verbunden? Ich bin von innen verbunden, denn alles ist in mir. Ne? Okay, deswegen gerne fragen oder wenn jemand dazu beitragen möchte oder wenn jemand sagt, was ist meine Kompetenz in Bezug auf genetische Transformation, welchen Code habe ich, können wir gerne ein bisschen wirken. Ja, bitte, guck mal. Oh, Mann, ja. Ja. Was möchtest du wissen? Für dich? Ja. Okay, gern. Okay. Also ich sehe dich, ich sehe, wir sollten die ersten Bilder, die wir vertrauen, die wir
bekomme sofort Vertrauen. Egal wie komisch sie sind. Absolute Disziplin. Siehst du ein Mensch, kriegst ein Bild, hab Vertrauen. Ist ein komisches Bild, aber wenn du den ersten Schritt vertraust, dann kriegst du auch den zweiten. Wenn du den zweiten Schritt vertraust, dann kriegst du auch den dritten. Und zum Schluss verstehst du, was du gesagt hast. Nur so läuft Wissenschaft. Alles andere ist Applying, Anwendung. So, alles, was du tust, alles, was du machst, vertraue die kindlichen Bilder, die du siehst. Die Symbole. Die Symbole ist das Mächtigste, was es gibt. So, ich sehe dich einfach ein Spiel machen. Du gehst einfach, du machst irgendwelche Bewegungen, Kinderspiele, in eine, mit irgendeinem System, den du kennst. Und in dieses System, die Leute glauben, dass du Bewegungen machst, aber du lehrst, dass zwischen A und B nichts gibt. Das bedeutet, wenn ich mich von hier zu hier bewege, wenn man dich in diese Tänze sehen würde oder in diese Gymnastik, die Leute wurden so, als Kunst wäre das fantastisch, können wir gerne das aufstellen oder ich kann gerne helfen, wie das geht. Du bewegst dich von hier nach da und die Leute spüren, während du tanzt, dass hier was fehlt. Also zwischen hier und hier ist eine Leere. Und das heißt, für mich, diese Leere ist der Umgang mit Ängsten. Das heißt, du kannst und du weißt, was Ängste sind, was Tod ist, was Geburt ist. Du weißt, was passiert, wenn ein Mensch plötzlich nicht weiß, jetzt komme ich raus, komme ich nicht raus. So, in diesem Moment, wo nichts ist, zwischen, oder wo wir glauben, nicht zu sein, so wie zwischen Mars und Venus, da ist nichts. Aber da ist doch die gewaltige Kraft, die das Universum einfach auch treibt. Ne? So, du weißt, da wo ein, ja, wie heißt das, ein, was? Was? Dal? Tal. Nee, nee, richtig, richtig ein Baratro, ein Krater, einfach wo es richtig so Angst in, zu stürzen, in einem Schlucht, ja. Aber so ein schlimmeres Wort, ne, wo richtig, jetzt falle ich runter. Abgrund, Dankeschön. So, Abgrund ist da. Und du lehrst uns, mit dem Abgrund umzugehen. Und das ist einfach, das heißt, du könntest mit den Ängsten, die wir mitgenommen haben in unsere Geburtsmomente, wie wir das lösen können, wie wir in Transformationsprozesse, wo viele einfach auch hier lehren, wie man, wie der Übergang ist, wie man einfach von A nach B geht, ohne zu wissen, was geschieht, was notwendig ist. Und wie in, also in all diese Momente, wo wir nicht wissen, was geschieht. Ne? Das ein Beispiel. Was ist in meiner Geburt passiert? Magst du gucken? Bitte, jetzt. Die Information kommt immer sofort. Es geht darum, ob wir das Vertrauen, ein Bild hast du bekommen, eine Bewegung. Wenn du willst, muss nichts. In den Zwischenbereich zu bleiben, das ist der Zwischenbereich. Ne? Was machst du jetzt? Hältst die Luft an. Ne? Okay.
Das heißt, du könntest es jetzt sagen, du könntest es nicht sagen, du bleibst in der Mitte und hältst die Luft an. Okay. Und was habe ich, als ich die Luft angehalten habe, was habe ich, was ist mit mir geschehen? Aha, ich bin schwarz geworden. Mein Blut hat sich. Ich habe die Luft angehalten, ja, stimmt. Das hat mir meine Mutter gesagt. So dass ich richtig angefangen habe. Ich wollte nicht draußen. So, meine Eltern wollten mich abtreiben. Ich habe mich gerächt, ne, aber das war irgendwie die falsche Entscheidung. Ne? So eine Geschichte. Okay. Gut. Kann ich das so stehen lassen, dass ich das annehme, die Luft anhalten? Ich habe die Luft angehalten und da gab es eine Verletzung auch bei der Geburt bei meiner Mutter, ne, durch dieses, ich will nicht raus. Ne? Okay. Und was habe ich da entschieden? Was? Auf die Welt zu kommen. Okay, gut. Okay, mit welcher Einstellung? Also meine Seele hat das entschieden, ne? Und dann ist es geschehen. Mit welchen Absicht? Zu lehren, okay. Dankeschön. Das hat mir meine Mutter auch gesagt, ne, dass ich das ein Engel mit ihr gesprochen hat und hat genau die Worte gesagt. Okay, das heißt, das ist ein Anfang. Ne? So, nach einem Tag, zwei Tage, wenn ich das jetzt, jeder würde dann zu dir kommen und dich fragen, um was war bei mir und so, ne? Oder zu dir, was ist meine Vision? So fangen unsere Ausbildungen an, dann wollen das alle dein Wissen haben. Ne? Okay. Eben nach ein, zwei Tagen würdest du einfach das noch mehr sicher werden und sicherer werden und verstehen, warum du das machst, was du jetzt machst und was deine Seele einfach auch entschieden hast. Was ist das Beste, was du in diesem Leben geben kannst? Ne? Ist okay? Kann ich das so stellen? Dankeschön. Fragen? Mit dir? Okay. Ja, ich lasse arbeiten immer. Darf ich dich arbeiten lassen? Das erste Bild, Vision, was kommt? In Bezug auf, wie heißt du? Maria. Das erste Bild in Bezug auf Maria. Es ist so, richtig entwickelt sich dann. Die anderen fühlen sich ausgeschlossen, wenn ich diese Arbeit anfange. Deswegen muss ich schnell viele einschalten. Ne? Weil sonst ist für einige, das interessiert mich, ich bin gekommen, um zu folgen, aber ich kann nichts erzählen. Ne? Nur, deswegen, ja. Aha. Okay, was hat die Maus gemacht? Aha. Wird geknappert oder knappert? Okay. Aha. Okay. Aha. Weiter? Knappert sich durch und geht ins Freien. Ich wiederhole es fürs Mikrofon. Weiter? Okay, Orientierungslosigkeit ist das Minus. Was ist das Plus? Jetzt Ihre Vision wird potenziert, Seele trifft eine andere Entscheidung. Was geschieht aus der Orientierungslosigkeit?
die Kehrseite der Orientierungslosigkeit. Also übersetze die Vision jetzt, das ist ein Teil der Vision, jetzt machst du eine Visionsprojektion und die Orientierungslosigkeit übersetzt du in ihr Potenzial. Genau. Das heißt, im Bereich Arbeit könnte sie die Springkraft sein oder sie könnte die Springkraft einsetzen oder sie weiß ganz genau wie. Und im Bereich Genetik könnte sie einfach uns Sprünge erklären, die unerklärbar sind. Ne? Das heißt, wenn sie einfach auch was dazwischen fehlt, sie könnte uns erklären, ach, ich bin gesprungen, ich bin da oder dahin gegangen, aus diesem Grund. Das heißt, sie hat ein Verständnis für Sprünge, ne? Was geschieht, wenn Sprünge geschehen. Und es ist nicht so einfach, das in kurzer Zeit zu sagen, aber die Seelen, die das verstehen wollen, normalerweise bräuchte ich schon länger, so 20 Minuten, damit die ganzen Prozesse zu verstehen sind. Das heißt, würde ich dich einfach in der Erklärung, von hier nach da ist mir das geschehen und du kannst das erklären. Das heißt, sie kann dann einfach mit Ängste, ist hier was klar geworden? Alles okay? Gut. Also mit den Ängsten, weil alles, was lernen ist, ist immer ein Sprung. Genetik bedeutet, zack, kurz danach sind ganz andere Informationen da. Ne? Total andere. Deswegen verstehe ich das einfach. Die zwei Komponenten sind einfach sehr wichtig. Was geschieht, wenn nichts ist? Und welche Informationen, warum bin ich einfach nach B gegangen? Warum hat mich meine Mutter verlassen? Warum musste ich das machen? Dass du das Verständnis hast für orientierungslose Sprünge, die eigentlich Klarheit sind, dass Sprünge einfach auch eine Lernfunktion haben. Ne? Ist okay? Ja? Aber bin ich verunsichert, ne? Weil so auf die Schnelle, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, bitte. Ja, okay. Gerne. So, ich switche jetzt aber ein bisschen von der Genetik, weil das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, auf die jetzige Kompetenzen, ja? Okay, die jetzige Kompetenzen, ich wurde einfach also ich würde dich einfach einladen, in dem Moment, wo du es willst, Märchen zu erzählen, uns Märchen zu erzählen. Wenn du ein Märchen erzählst, dann gibst du mir alle Informationen, meine Organismus, weil alle Märchenfiguren, die du einsetzt, sind homöopathische Dosen. Oder sind Informationen, die mein System einfach sehr gut empfangen kann. Hast du schon mal Märchen erzählt? Ja. Und wie sind die angekommen? Aha. Kind. Hast du schon mal an Erwachsenen Märchen erzählt? Nein. Okay. Ich würde sie erfinden, natürlich. Ne? Darf ich? Welche Figuren oder welche in sein System, wenn du Märchen, wo ist ein König, welche Figuren sind da? Aha. Ja. Aha. Ja, Sabine? Nee, das Mikro sollte. Ach so, ja, entschuldige. Ja. Wir haben hier so viele Mikro, so viele Systeme. Nochmal, ja. Ja, also für mich ist er so im Wald, so ein Wurzelsepp, der hat ein eigenes Wesen ist. Ja, so wie man ihn auch sieht bei uns beim Skifahren mit dem Filzhut, ja, und ein bisschen suspekt und schon mit der Natur sehr verbunden, aber wenn man sich nähert, weiß man nicht, ist er mir gut gesinnt oder
böse, also ist für mich nicht klar, die Eigenschaft, die dahinter steckt. Ja. Gut, und wer kommt dann? Kinder. Kinder, ja. Kinder, die kommen und also die haben, können sich nicht entscheiden, haben sie Angst vor ihnen, nee, vor ihm? Also kommt ein Kind. Ein Kind. Drei Kinder kommen zu ihm und also mir ist auch dieses Rumpelstilzchen, dieses Märchen eingefallen, ja. Was geschieht? Sie suchen ihn und er, ja, er ist schon irgendwie mit dem Rumpelstilzchen verbündet und die Kinder wissen nicht, wird er ihnen helfen oder wird er dem Rumpelstilzchen helfen? Wird er ihnen den Namen doch sagen? Und was geschieht? Na, ich glaube, er wird den Kindern den Namen sagen. Das, was du sagst, wenn du die Grenze überschreitest und du ihm das sagst, ist absolute homöopathische Mittel, ist Magie, ist einfach Heilung, ist einfach auch Informationstransfer, ist Verbindung von genetischen Informationen, die er noch nicht erfasst hat, sind, also ich liebe diese einfachen Sachen, so wie früher das einfach geschehen ist, ne? Also auf viele Ebenen, diese Informationen öffnen für ihn ganz neue Türen. Ne? Hat dir das was gesagt? Ja, es ist recht lustig, also weil ich wirklich gerne im Wald bin und mir am liebsten im Wald, also in den Bergen aufhalte, also das ist eigentlich schon sehr lustig, ne? Und ich mir sehr mit der Natur verbunden bin, ja. Und das mit den undurchschaubar, das sagen mir oft meine Freunde, also, dass ich oft so nicht nahbar bin, also das ist ja irgendwo, das finde ich zwar selbst nicht so, aber anscheinend strahle ich das aus. Ja. Ja, und was bedeutet für dich, du sollst den Namen sagen? Du sollst den Sachen einen Namen geben. Die Sachen einen Namen geben, ja. Darf ich dich was fragen? Ja. Gib zum Beispiel einen Name, eine Emotion, was du jetzt siehst, verknüpft mit einer Emotion. Bin ich nicht ganz bei. Irgendeinen Namen, ja, oder? Genau. Ja, da fällt mir nichts ein. Der Name, der ist so witzig und das ist so mächtig, was du sagst. Und das ist ein Geschenk. Ein göttliches Geschenk, dass du es aussprichst und dass er es auch annimmt. So, fangen wir noch an. Und jetzt gib einen Namen, kontrolliere das nicht, passiert sowieso nichts. Und jetzt. Josef. Welche Emotion ist es? Also ich tue mir da echt schwer. Ich glaub's dir, weil wenn du jetzt die Erfahrung machst, dass du deine Meisterschaft in Sachen Namen zu geben, das bedeutet Schule. Ich weiß, ich kenne die Widerstände. Weil ich habe jetzt, das ist eine Falle von mir. Ne? Wenn du das sagst, dann lernst du deine Macht kennen. Das ist scheiße. Wer will das schon? Lieber von den anderen lernen. Ja, also der Name, der ist mir jetzt einfach so eingefallen. Also weil ich Emotion. Ja, ich will, aber mir fällt nichts ein. Also, ja, ich weiß nicht. Also. Okay, das heißt, du sollst einen Namen geben. Es ist ein Teil, vielleicht ein Anteil. Ich mache das jetzt einfach so auf die Schnelle, nur jeder macht den anderen darauf aufmerksam, in symbolische und kodierte Art, wo der andere Meister ist. Ne? Und wo einfach geheimes Wissen ist und wo absolut jeder hat es, sich niemand messen kann, weil in diesem Bereich des Namengebung bist du der Beste im Universum. Was Namensgeben alles bedeuten kann.
Deswegen, mein Traum ist wirklich, diese neuen Universitäten, die anderen, wo man sowieso nur wiedergeben muss, die 300 Bücher oder 1000 Bücher, die man gelesen hat, die sind sowieso bald aus. Die Universitäten, wo man lernt, was andere geschrieben haben. Ne? Wer will das schon? Wer macht jetzt Prof, Doktor? Ich habe es weggeschmissen. Mit viel Arbeit muss ich alles, was ich gelesen hatte, wieder löschen, weil das ist alles Müll. Ne? Alles, was nicht deine Erfahrung ist, was nicht von innen kommt, ist viel Müll. Verhindert mich, klar zu sein und meine Intelligenz zu nutzen. Ne? Würde ich mich riesig freuen, auf all diese Ebene, ja, diese neue Dimensionen des Lehren und Lernen einfach zu beginnen. Ne? Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Eben, das Geheimnisvolle. Ich meine, das wirkt schon, was du gesagt hast, ne? Weil jetzt, irgendwann wird ein Witz kommen und irgendwann wirst du, wenn du ihn wieder triffst, und die Kinder haben dich jetzt reingelegt. Ne? Oder, ja, woher weißt du das? Ne? So gibst du ihnen einfach die nächste Dosis der Entkodierung oder Chance, einfach auch was Neues zu machen. Ne? Ja, es gibt Geschichten, den Namen zu geben, ist was ganz wichtig. Ne? Dadurch, dass ich seit 30 Jahren keine Bücher lese, ist meine Sprache ärmer geworden. Aber Namengebung ist wichtig, ne? In vielen Kulturen. Oder? Es gibt richtige Wissenschaften des Namens. Wie heißt das? Was? Irgendwas. Okay, das heißt, sobald du einen Namen gibst, gibst du einfach die Formel für eine neue genetische Kodierung, für eine neue Haltung, wo du einfach die Chance gibst, genommen werden kann oder nicht. Ich nehme jetzt die Weisheit, meine Ahnen oder das, was ich jetzt noch nicht zusammengebracht habe, und mit diesem Namen werde ich sie einfach auch leben und weitergeben. So, das ist jetzt bildhaft, was alles möglich ist. Natürlich, die Seele kann jederzeit andere Entscheidungen treffen oder sich auf andere Ebenen ausrichten. Das mit dem Märchen oder Namengebung ist nur ein Anteil. So, und auf diese Art, auf diese Art sind wir, für mich, wir brauchen das nicht mehr so zu lesen, sondern wenn wir entdecken, dass wir eine Möglichkeit haben, würde ich einfach alles tun, um Märchen zu erzählen oder täglich als Meditation Namensgebung. Und das ist für mich die neue Möglichkeit, dass wir mit den Genen direkt kommunizieren, die einfach der Ausdruck sind unserer Geburt und unserer ständigen Wiedergeburt. Deswegen, du kannst jederzeit Erbinformationen, der Kubi hat es uns einfach auch gezeigt, ne, mit seinen alle. Jeder, den ich interviewe, die letzten 600 in den letzten 3 Monaten, sagt immer ein bisschen das Gleiche. Es ist einfach immer, jeder nimmt nur einen Anteil des Ganzen, ne, aber jeder sollte die ganze Forschung sich von innen ausrichten. Und mein Traum ist, dass niemand mehr lernt und niemand mehr lehrt. Denn es ist wirklich wie diese Geschichte, Fabelgeschichte, wo der Vogel die Schule, die Lebensschule für Tiere, ne? Die Schlange musste lernen zu fliegen und der Vogel musste lernen zu klettern oder irgend sowas. Ne? Also diese Geschichte kann ich gerne empfehlen. Man kann von niemandem was lernen. Ist nur Ergänzung, organisches Organismen, wo jeder seine Arbeit macht. Und alle Systeme, wo man von den anderen lernt, werden bald, so wie das Geldsystem, nichts mehr wert sein. Und ich empfehle einfach, in Kreisen, wo jeder ganz sauber seine Meisterschaft erkennt, sich helfen lässt,
herausholt und sofort in diese genetische Arbeit, in diese Gentransformierung wir wieder zum Meister sind und wieder sofort mit unserem Körper die Seele sprechen lassen. Dann wird, was wir sagen und was wir tun, sich sofort in die Materie umsetzen. So deine Vision, deine Seele materialisiert alles sofort. Wir sehen sofort anders aus, die Leber hat sich entspannt, der Schmerz ist weg, die Hautfarbe hat sich verändert, das haben wir tausendmal erlebt. Das muss nicht ein Zufall sein, das wünsche ich mir, dass sich das einfach auch entwickelt und entwickelt. Haben wir noch Zeit? Sabine? Okay, jetzt, ich sage es mit Worte und Sabine, magst du einfach, wie die Geburtsgenetik mit dem Körper darstellen für uns? Ja? Jetzt hier? Aber du machst das gern. Bitte. Ah, wo ist der Illa? Achso, okay. Ach, ne, brauchst du nicht. Ist okay? Weiß nicht. Meine Frau, mein Schatz. Seit letztes Jahr zum ersten Mal geheiratet, beide. Das ist ja rot geworden. Ist okay? Ja, das war mir, also in dem Zusammenhang war mir noch wichtig zu sagen, genau, weil das Thema war ja Neugeburt für die Veränderungsprozesse. Also das, was gerade so Mini-Beispiele, auch wenn das jetzt nicht gleich so verständlich rüberkommt, das, was wirklich von innen kommt, das ist jedes Mal eine Geburt. Und das, was ich mit meinem Körper tue, also meine Kompetenz ist einfach zu spüren, die Gefühle, die Emotionen, die in der Luft sind, oder ein Thema mit meinem Körper auszudrücken, Form von Bewegung, Tanz, und das ist jedes Mal eine Geburt, jedes Mal eine Neugeburt für mich. Weil ich gehe ein Stück zurück und lass einfach gebären. Ich weiß nicht, was kommt. Ne? Genau, also in dem Zusammenhang wollte ich das sagen. Das hat damit zu tun, auch, was weiß ich, das Märchen, was jetzt entsteht, das, was jetzt gesagt wurde, es ist jedes Mal einfach eine Neugeburt, wenn wir das zulassen. Nicht zulassen, offen lassen. Dass das von innen kommen kann. Also nur das einzig Wahre ist. Und das heißt nicht, dass alles andere, was von außen erzählt wird, nicht stimmt, sondern das wird in allen Zellen, das wird integriert, wenn wir es dann erfahren, dann kann das verknüpft werden mit unserem Wissen. Vorher nicht, vorher bleibt es einfach Theorie. Das heißt einfach, ja. Körper jetzt sein und Instanz, sie will jetzt 10 Minuten rüber. In Körper sein, nicht denken, alles, was Sabine jetzt macht, als Geschenk für uns mit ihr Körper, verbindet alles, was wir gelernt haben und schließt einfach auch den Abend. Und sie kommuniziert einfach mit dem Körper. Als Thema, dieses Thema jetzt. Ja. Ist okay?
Dankeschön. Also bei mir hat es hier einen Klick gegeben und es ist ein neuer Wind. Es hat meinen Geist irgendwie gereinigt. Noch Reaktionen? Ist in deinem Körper was geschehen jetzt? Hast du etwas wahrgenommen? Hat es etwas berührt im Körper? Ja. Das heißt, die Tränen, was ist richtig in... ja. Okay, die Tränen sind gekommen, aber wo ist im Körper etwas geschehen noch? Im Körper kann ich nicht sagen, weil ich mich zusammenkrampft. Ich bin so gesessen und da habe ich da beim Knie dann einen Schmerz gespürt. Das heißt, wenn jemand für alle was macht im Dienste, ich sehe das nicht Tanz, dass irgendjemand den Affe hier spielt und irgendetwas nachspielt, was irgendwo anders entwickelt ist. Für mich bedeutet Tanz, was Sabine macht, intuitive Kunst, bedeutet, dass gespielt wird für das, die Menschen, die hier sind, für deren Körper, für deren Seelen, für deren Wissen. Immer intuitiv und immer aus dem Moment. Das ist, was wir mit der intuitiven Kunst entwickelt haben. Also, das meine ich damit, es ist jedes Mal eine Neugeburt, weil ich denke, oh, ist jetzt komisch oder ist ja kein richtiger Tanz oder ist, ich weiß nicht was, es kommt einfach. Und nachher kommt es einfach die Information, das war wirklich dieses Verbinden, erstmal wieder sich zu beugen, wirklich sich total verbinden mit der Erde so, und dann dieses... ja, auf alle Vieren, wie dieses Urige, also das, die Urmatrix, also das, ja, sich mit der verbinden, mit der Urkraft und dann einfach das, ich kann es nicht richtig mit Worten, einfach aufstehen. Und das dann aber alles, was um uns ist, das ganze Universum, alles steht uns zur Verfügung, das wieder zu integrieren, weil sonst nützt es nichts, wenn es einfach nur um uns rumschwirrt, sondern wieder, so kann ich es nur in Kurzform. Ja, in die Materie, der Körper ist einfach, wir haben so viel Erfahrung gehabt, egal was dich einfach berührt, das ist ein Bereich. Wenn du morgen ein Gespräch hast mit dem Chef, mach Zimmer zu und Emotionen hast, dann spiel es einfach vorher und bringe einfach all diese Sachen, die dich berühren, in den Körper. Dann kriegst du alle Informationen, was du noch erledigen musst. Ne? Das ist die Materialisation von alles, was dich bewegt in den Körper, ist das Beste. Dein Kind ärgert dich, macht Tür zu und spiel es. Schallisolierten Raum wäre nicht schlecht. Voll in den Körper. Also alles, was dich beschäftigt, ein Schmerz. Spiel diesen Schmerz eine Stunde. Körper ist als Resonanzfeld für all deine Informationen. Deswegen die Kunst und das Tanzen als Information. Du, eine Stunde später weißt du schon, worum es geht. Oder 3 Minuten später, weil sonst musst du weitermachen. Ne? Okay. Ne? Das ist alles, was dich eingrenzt, kannst du, wenn du willst, jederzeit, indem du das spielst, total, kriegst du alles mit. Intuitive Kunst, aber es ist einfach auch Ausspielen von das, aber nicht so theoretisch, volle Kanne. Ja. Noch ja. 1, 2, 3 Eindrücke. Ja, genau. Ja. Ja, für mich hat es gar nichts ausgesagt, pack es an, jetzt, pack es an. Lebe es jetzt und gib es weiter. Ja, das ist die Genetik. Und das ist es, dass jeder aus dem Buch, ich nenne es jetzt mein Buch, was ich aufgeschlagen habe, denn auch jeder das lesen kann, für sich das rausziehen kann, was er auch braucht. Ne? Ja, genau. Also so ist meine Form zu lesen, wenn ich mit meinem Körper, der Körper hat so eine große Weisheit und es ist schade, wenn wir den nicht nutzen. Ne? Ja. Okay, es ist Zeit, noch vielleicht 2 Stichwörter. Noch? Ja. Im Bauch gespürt, ich wiederhole fürs... Ja. Aha. So, es war wie eine Geburt, rauf zum Licht und setze ich wieder. Aha.
Genau, sowas. Den Himmel auf Erden holen. Ja. Schön. Das sind die richtigen Worte, ja. Danke. Vielen Dank. Noch letzte. Ja. Gleich, ja. Aha, okay. Wie tierisch? Tierisches. Ah, dieses Trampeln war auch tierisch, ja. Ja, ja. Ja, alle Emotionen. Verschiedene Wesen der Krafttieren. Ah, ja. Aha. Okay, schön. So. Also mein Wunsch ist natürlich in dieser Form weiter und weiter und weiter. Nach 3 Monaten hätten wir, das ist mein Traum immer, irgendwann. Dankeschön an alle. Danke, die alle da waren. Alle haben geholfen, mitgeholfen. Vielen Dank. Und schaut GTV, sind 1000 solche Vorträge drauf, jeden Abend live. Das ist live gesendet worden. Erzählt das weiter. Es ist Freiheit pur. 25 Kanäle, mehrere Sendungen live am Tag und weltweit in alle Sprachen. Viele Leute, einfach Internet, DSL. Jeder kann senden. Kannst du jeden Abend Märchen erzählen, wenn du willst. Freiheit pur. Wir machen Konkurrenz den großen Manipulierer, die uns innerhalb 3 Monate dazu bringen, in den Krieg zu gehen, wenn sie sagen, Saddam hat was versteckt, Saddam hat was versteckt. Und jetzt alle Krieg. Ne? So, GTV, Freiheit pur, Internet TV. Helft und erzählt das weiter. Dankeschön.